Leg das Gerät weg und komm langsam hoch. Habe ich dich unterschätzt? Wie hast du mich gefunden? Hast du wohl geglaubt, dass du mich los bist? Ich beobachte dich schon seit 2 Tagen. Und du wirst nur mich recht habe, ob du wieder einen Bruch von unten begehst. Jetzt weißt du's. Bitte lass ihn hoch! Du zitterst ja. Halt deinen Mund. Und komm langsam auf mich zu! Hallusch! Bleib still! Tod untersucht, er hat weder Geld noch Papiere bei sich. Der Mann dürfte ca. 40 Jahre alt sein, er wurde durch 2 Kugeln in die Brust getroffen, kein Austritt im Rückenbereich. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Fest steht, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Zu welchem Kampf oder Abwehrspurt? Weder noch.
Weiß man schon ungefähr, wann der Mord passiert ist? Vor ungefähr 8 Stunden. Genaueres nach der Obduktion. Das gibt's ja nicht. Was hast du denn? Na, da haben wir doch den fehlenden Schuh vom Toten. Das würden wir nur nicht machen. Hans? Fritz? Alles in Ordnung? Ja. Kennst du den Toten? Ja, das ist der Wald. Ich habe mit ihm beim Raub gearbeitet. Bitte. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Wiedersehen. Wiedersehen, danke. Dankeschön, Herr Bild. Danke, die nehme ich selbst. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Zimmer bei Ihnen reservieren lassen. Mendez ist mein Name. Carlos Mendez. Das ist die Kollegin Kogler vom Raub. Tag. Brandner ist mein Name. Es tut mir sehr leid um Ihren Kollegen. Bitte. Mir auch. Walz war aber gar nicht mehr bei der Polizei. Er ist vor 4 Wochen suspendiert worden. Was? Und weswegen? Sie erinnern sich sicher an den Bankeinbruch vor 1/2 Jahr. Dabei ist der Kollege Walz angeschossen und schwer verletzt worden. Ja, das war dieser Fall Hanusch, auch als Maulwurf bekannt, richtig? Walz hat sich Vorwürfe gemacht, weil er seiner Meinung nach versagt hat. Er ist oft tagelang nicht zum Dienst erschienen. Sag mal, kann ich auch heimgekommen? Ja. Danke dir. Ja, und deswegen hat man ihn gleich suspendiert? Es ist noch schlimmer gekommen. Er hat kaum noch etwas gearbeitet und war nur noch betrunken. Dabei war er einer der besten Polizisten, die ich gekannt habe. Danke dir. Ja, aber seinem Alter hätte man ihn noch in Frühpension schicken können. Das hat er abgelehnt. Das kann ich mir vorstellen. Der war so stolz. Wir müssen seine Frau informieren. Die hat sich vor einigen Jahren von ihm scheiden lassen. Er ist in seinem Beruf aufgegangen, bis das mit der Schießerei passiert ist. Was ist mit dem Täter? Dem ist bei der Verlegung in ein anderes Gefängnis die Flucht gelungen. Hanusch hat es geschafft, mit einem falschen Pass nach Brasilien zu fliegen und dort unterzutauchen. Und vor 2 Monaten ist er für tot erklärt worden. Ja? Hallo, ich bin's. Wie geht's dir? Gut. Hör mal zu. Gefällt's dir? Ja. Was hast denn du? Du klingst so, so komisch. Aber was? Das bildest du dir ein. Mach mir nichts vor, ich kenne dich lang genug. Was hast du? Nichts. Alles in Ordnung. Lüg doch nicht. Glaub mir. Alles bestens. Ich freue mich schon so auf Brasilien, glaubst du das? Als Startzeit habe ich 0.30 Uhr angegeben. Plus minus eine halbe Stunde. Hast du irgendwelche Hinweise auf den Tatort gefunden? Nein, leider nein. Aber ich habe trotzdem etwas für dich. Pass mal auf. Da schau her.
Ziemlich ungewöhnliches Kaliber. Aha. 7,62? Ja, das würde ich auch sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass es dem Wald so schlecht geht, ich hätte mich mit ihm getroffen. Oh, der keine Vorwürfe, das bringt jetzt auch nichts. Was ist denn, Rex? Er spürt halt, dass es dir nicht gut geht. Ich tue eine raue Zunge. Schau mich nicht so an. Und wenn ich jetzt telefonieren will, greifst du auch zum Hörer. Naja, sorgt sich halt um dich. Komm. Wir müssen in die Wohnung vom Wald. Gesundheit. Okay. Musst du mir alles nachmachen? Na siehst, jetzt hat er dir doch ein Lächeln entlockt. Sind in letzter Zeit Waffen mit dem Kaliber 7,62 im Umlauf gewesen? Nicht, dass ich wüsste, aber vor kurzem ist ein Raubüberfall auf ein Waffengeschäft verübt worden. Dabei sind unter anderem 3 polnische Pistolen vom Kaliber 7,62 erbeutet worden. Und wie weit seid ihr in dem Fall? Wir haben leider keine Fingerabdrücke am Tatort gefunden. Der Überfallene hat uns nur eine äußerst oberflächliche Personenbeschreibung des Täters geben können. Weiterkommen. Wir befinden uns jetzt im sogenannten neuen Teil der Katakomben. Da in den Vitrinen sehen Sie Leichenfunde aus diesen Katakomben, allerdings auch emotionale aus Gräbern in der Umgebung. Hier in der ersten zum Beispiel sehen wir Überreste von 1530, also man kann mit Fug und Recht von morschen Knochen sprechen. So, bitte schön, wenn Sie mir weiter folgen. Dieser Teil wurde 1735 nach der Schließung des alten Friedhofes eröffnet. Im Volksmund wird dieser Trakt auch Pestgrube genannt. Sie können sich hier ein Bild machen, wieso das so ist. Wenn so eine Kammer voll war mit Knochen, dann wurde sie einfach zugemauert und eine weitere wurde für die Bestattungen geöffnet. So, wenn Sie mir bitte wieder folgen würden. Mama, kann ich eine Pocketkamera haben? Du kommst dann aber gleich. Ja, ich verspreche. Allein in der Zeit von 1735 bis 1783 würden hier in diesen Gewölben mehr als 10.000. Ich habe Sie ja vor Beginn der Führung darauf aufmerksam gemacht, dass so ein Rundgang nichts für schwache Nerven ist. Sie sehen, Geschichte kann aufregender sein als ein Videospiel, gell? Komm her, ich zeig sie dir! Jetzt reicht's mir aber. Ich erzähle dir nie wieder Gespenstergeschichten. Da hoffentlich gibt er keine Albträume. Ich habe sie aber wirklich gesehen. So, da hinten über diese Treppe gelangen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Jemand hat die Wohnung vom Walz ordentlich auf den Kopf gestellt. Das ist sicher kein Zufall. Glaubst du, der Täter hat den Walz gekannt? Ja, ich vermute auch, dass er was ganz Bestimmtes gesucht hat. Das Sparbuch haben wir in seiner Wohnung gefunden. Hat vor 2 Wochen ziemlich viel Geld abgehoben. Ja, und eine Nachbarin hat gesagt, dass er hinterm Haus einen Autoabstellplatz hat. Der war aber leer. Habt ihr die Fahndung schon rausgegeben nach dem Wagen? Nein, mach ich gleich. Wie geht's ihm denn? Nicht so gut. Ja, sie haben es wie immer gemacht. Wenigstens kommt, versucht ihn der Rex aufzuhalten. Mhm. Ja. Thank you.
Ja? Ja, Servus, Brandner hier. Ich kann mir schon vorstellen, warum Sie mich sprechen wollen. Ich hab's vorhin in den Nachrichten gehört. Aber ich habe nicht den leisesten Schimmer, wer den Bullen umgebracht hat. Ich will was ganz was anderes von dir wissen. Es geht um den Raubüberfall auf das Waffengeschäft. So ein spektakulärer Überfall spricht sich in Landkreisen noch rum. Wer hat das Ding gedreht? Hängt der Überfall mit dem Mord zusammen? Möglich. Hoffen wir es nicht. Denn dann wird's noch schwieriger, etwas herauszufinden. Sehr aufmerksam von dir. Wir müssen das gesamte Umfeld von Weiß durchleuchten, herausfinden, was er in letzter Zeit so getrieben hat und vor allem, mit wem er sich getroffen hat. Ja, soviel ich weiß, hatte er kaum Freunde. Der war ein Einzelgänger. Naja, irgendwo muss er seinem Mörder über den Weg gelaufen sein. Nee, der war Alkoholiker, aber kein Verbrecher. Ich verstehe, dass du ihn verteidigst, aber wir müssen von der Möglichkeit ausgehen, dass er nach der Suspendierung sozial ziemlich abgerutscht ist. Ja, nicht das erste Mal, dass ein Polizist auf die schiefe Bahn geraten ist. Ja, aber nicht der Walz, der sicher nicht. Ich hoffe ja, dass du recht hast. Okay? Bitte, Jungs, lass uns morgen weitermachen, ja? Rex, komm. Na, geh nur. Mir geht's ja schon wieder besser. Stelle für Bertha 6. Und das hast du nur für mich komponiert? Na klar. Ich habe nur keinen Titel. In Spanisch oder in Portugiesisch? Portugiesisch. Aha. Ich muss jetzt Schluss machen. Bon dia. Oh, schade. Bis bald. Ich schätze, die Jungs von der Bank werden ganz schön Augen machen. Pass auf dich auf, ja? Ja. Rex. Such. Danke, wiedersehen. Sieht mir nach einem Blutträger aus. Sehr gut, Rex. Ja,
Ich rufe die Spurensicherung an. Da. Wandner? Ich habe mich umgehört. Das war gar nicht so einfach. Ja, red schon. Der Schmoll könnte das Ding gedreht haben. Schmoll? Und? Wie heißt er mit Vornamen? Harald, glaube ich. Wo finde ich den? Soviel ich weiß, hat er eine kleine Elektrowerkstätte in der Rohrergasse. Bringt dein Programm, ne? Ja. Dafür, dass das Gerät repariert worden ist, ist das Programm ja auch nicht viel besser. Den Mord können Sie mir aber nicht anhängen. Damit habe ich nichts zu tun. Dann sagen Sie uns, wo die fehlende polnische Pistole aus dem Raubüberfall abgeblieben ist. Die habe ich verkauft. An wen? Wie der Typ ausgeschaut hat, weiß ich nicht. Sie wollen uns weismachen, dass Sie jemanden eine Pistole aus einem Überfall verkauft haben und keine Ahnung haben, wie er aussieht? Das ist aber die Wahrheit. Ein Mann hat mich angerufen und gefragt, ob ich etwas liefern könnte. Welcher Mann? Weiß ich nicht. Ich habe die Pistole wie ausgemacht in einen bestimmten Mistkübel gelegt. Und da war dann auch ein Kuvert mit dem Geld. Ich habe das Geld genommen und bin gegangen. Ich habe nicht gewartet und geschaut, wer die Pistole abgeholt hat. Ich komme gleich. So, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was, wann, wo und warum. Sonst wäre ich böse. Und, was gibt's? Die haben eine zweite Patronenhülse am Tatort gefunden. Und lass mich raten, Sie haben Fingerabdrücke drauf entdeckt. Ja, es wird gerade überprüft. Sehr gut. Er behauptet, während der Tatzeit bei der Nachtapotheke gewesen zu sein, angeblich Zahnschmerzen. Okay, ich überprüfe das. Du, übrigens, das hat die Spurensicherung im Auto vom Walz entdeckt, im Handschuhfach. Ein Flugticket? Ja, der war in Brasilien. Naja, dann wissen wir jetzt auch, wofür er das ganze Geld gebraucht hat. Thank you.
Apotheke hat sich an ihn erinnern können. Er hat um 12:30 in der Nacht schmerzstillende Tabletten gekauft. Also die Apotheke ist eine gute halbe Stunde vom Tatort entfernt. Das heißt, für uns kommt er nicht in Frage. Sie können ihn mitnehmen. Ich hole ihn gleich. Danke. Sie haben uns sehr geholfen. Hoffentlich können wir uns einmal revanchieren. Kein Problem, eine Sekunde. Auf Wiedersehen, meine Herren. Er gehört Ihnen. Warten Sie. Ich glaube, das dürfte Sie interessieren. Die Fingerabdrücke auf der Patronenhülse stammen eindeutig von Martin Hanusch, dem Maulwurf. Hanusch? Das gibt's doch nicht. Der ist doch laut brasilianischer Behörde tot. Also die Fingerabdrücke sind maximal 48 Stunden alt. Hanusch lebt. Ich verstehe nur nicht, warum er nach Österreich zurückgekommen ist. Ist doch viel zu riskant. Naja, in Wien hat er mehrere Banken von Kellern ausgeknackt. Also wenn er Geld braucht, dann gibt es viele Möglichkeiten. Der kennt sich im Wiener Untergrund aus wie in seiner Westentasche. Was will er in Wien? Das hat der Walz rausbekommen. Deswegen hat er dran glauben müssen. Das ist gut möglich. Nur was will er hier? Was hat er vor? Sagen Sie, hat der Hanusch Verwandte in Wien? Ja, seine Mutter. Soviel ich weiß, lebt sie in einem Altersheim. Er ist so ein lieber Bub. Wann haben Sie denn zuletzt mit Ihrem Sohn gesprochen? Vorhin. Kurz bevor Sie gekommen sind. Hat er Sie angerufen? Er hat mich besucht. Er besucht mich so oft er kann. Wann ist er denn gegangen? Nein, er ist ja noch da. Er muss gleich wieder kommen. Mhm. Er wollte mir nur etwas zum Trinken bringen. Na ja, dann warten wir doch hier einfach auf ihn. Setzen Sie sich doch wieder. Ja. Ja? Die Claudia, die besucht mich nicht mehr. Das ist schade. Sie hat mir oft etwas vorgespielt. Auf ihrer Gitarre. Ja? Sie spielt nämlich sehr gut, müssen Sie wissen. Sie spielt sogar wie nennt man das? In einer Band? Ja. Ja. Na, die hat vielleicht einen komischen Namen. Sowas wie brasilianische Nächte. Ja. Warum kommt sie nicht mehr? Ist sie vielleicht auch tot? Ist diese Claudia eine Freundin Ihres Sohnes? Sie kennen Claudia nicht? Nein. Aber die hat doch auch so einen Hund gehabt wie Sie. So einen lieben Dackel. Ja. Ja. Wissen Sie, wo diese Claudia wohnt? Welche Claudia meinen Sie? Ah, da kommt er ja. Na, ist das nicht ein lieber Bub? Da bin ich mir ganz sicher. So, Frau Hanusch. Wiedersehen. Vielen Dank und alles Gute, ja? Wiedersehen. Na, komm, du Dackel, du. Personal befragt, aber niemand kann sich an eine Frau erinnern, die Claudia heißt. Na, vielleicht hat sich die alte Dame ja geirrt. Das glaube ich nicht. Diese Claudia spielt in einer Band. Brasilianische Nächte heißt die oder irgendwie sowas. Ich werde mich drum kümmern. Danke dir. Moment, ich habe da vorhin auf dem Flugticket was entdeckt. Vielleicht eine Telefonnummer. Ja, aber österreichische kann das nicht sein. Ich habe das überprüft. Hast du eine Ahnung, wie viel Uhr es jetzt in Rio ist? Mm-mm. Rio? Die sind 4 Stunden hinten. Danke, Kunz. Sehr gut.
Thank you. So, das war ein Kollege aus Rio. Walz hatte ihn kontaktiert und er hat für ihn einen Arzt ausfindig gemacht, der falsche Totenscheine ausstellt. Na bitte. Der Kollege meint, dass Hanusch mit falschen Papieren zurückgeflogen ist. Jedenfalls war Walz ein Mann auf der Spur, der Santos heißt. Na, endlich einmal eine gute Nachricht. Fraß. Das kann doch kein Schwein essen. Die müssen es ja nicht essen. Aufhören, du! Was aufhören! Heraustreten! Heraustreten! Sie wissen, was sein Verhalten nach sich zieht. Ja. Den Boden aufwischen und dann ab in die Küche und putzen, bis alles glänzt. Los, anfangen! Sofort Eimer holen! Und sie hilft mir dabei. Hotel Kummer, ich habe gerade einen Fahndungsfax bekommen. Bei uns ist ein Brasilianer abgestiegen. Er heißt aber nicht Santos, sondern Mendes. Er sieht dem Mann auf dem Foto ziemlich ähnlich, aber er trägt einen Bart. Ist er noch im Hotel? Er müsste auf seinem Zimmer sein. Montag wäre noch möglich, aber Sekunde, ich rufe Sie gleich zurück. Hier, die Zimmernummer von Herrn Mendes, bitte. 121 im ersten Stock. 121, geh da rasch, bitte. Danke. Wer nimmt die Stiege? Ich glaube, ich bin dran. Na dann los. Viel Spaß beim Abwaschen. Und wehe, die Küche blitzt und spiegelt nicht. Sonst seid ihr morgen gleich wieder dran. Thank you.
Ich liebe es, im fremden Mist rumzuwühlen. Der Mann hat sich's gut gehen lassen. Restaurantrechnungen. Da schau her. Ein Stadtplan. Da hat er was eingezeichnet. Markgasse, Ecke Wiener Hauptstraße. Ist da nicht eine der Banken, die der Hanusch überfallen hat? Ja, richtig. Hier drin ist auf jeden Fall niemand, sonst hätte der Rex längst angeschlagen. Ja, und der Alarm? Ja, das Wasser. Aber effektiv. Ja, sobald das Eis geschmolzen ist, fällt der Ball raus. Scheiße. Ja, der wollte, dass wir hierher fahren. Der hat es doch mit dem Stadtplan gepflanzt. Wir zwei fallen wie Anfänger drauf rein. Verdammt nochmal! Schaust du dauernd auf die Uhr? Hast noch ein Rendezvous heute? Warum nicht? Gehst ins Kino oder in ein Konzert? Ach, ein bisschen spazieren in der Innenstadt. Und dann schön essen. Natürlich. Und dann triffst du dich noch mit einem Mann? Hey, Baby. Du spinnst ja. Du drahst auch schon langsam durch, wie die meisten da erinnern. Beeilt euch, ich will nach Hause. Sehr gut, Fritz, alles klar. Danke dir. Er hat die Band ausfindig gemacht. Eine Claudia Prosenik hat in der Band Gitarre gespielt. Außerdem kannte sie Hanusch und oben dann hat sie noch an dieser Bank gearbeitet. Steck sie jetzt. Fritz, ein. Romantiker. Wo ist die Prosenik?
Ja, die ist da hinten in der Kammer. Frau Frosinek? Wo sollte ich hier sein? Na, da drin. Okay, die Kollegen sollen sämtliche Ausstiegsmöglichkeiten der Umgebung sichern, Rex. Ja. Irgendwo müssen sie herauskommen. Das gibt's doch nicht. Warum hat mich das Luder nicht mitgenommen? Los, weitermachen. Ist es noch weit? Nein, wir haben es gleich. Was war denn das? Hier lang. Da rein. Durch die Tür. Au! Au! Oh. Alles in Ordnung? Alles klar. Keine Sorge. Ich bringe uns hier heil raus. Der Gang hier führt raus. Noch 200 Meter, du bist draußen. Wir gehen zusammen. Hier sind die Tickets und neue Pässe. Wir treffen uns am Flughafen. Ich gehe nicht allein. Keine Angst. Ich kenne mich aus hier unten. Das ist ein Labyrinth. Ich lenke sie ab, dann komme ich nach. Die kriegen dich. Was? Die kriegen dich. Und wenn schon, auch kein Problem. Du weißt doch, ein Maulwurf findet immer einen Ausgang. Schön brav sein, ja? Verfluchter Hund. Dass du aber auch immer so einen Wirbel machen musst, hä? Ja. Oh, oh, na, du.